Alexander Lorsch vom ASC Dudweiler steht vor dem größten Kampf seines Lebens. Am 16. Juli wird der Sohn des ehemaligen Champions Uwe Lorsch in Magdeburg gegen Tom Jemski antreten. Es geht um den Titel des BDB-Champions im Halbschwergewicht. Wir besuchten Alexander Lorsch in der Dudweiler Kittenhalle, wo er sich auf den Kampf vorbereitet. Also für mich ist es eigentlich eine Auszeichnung, dass ich nach 7 Kämpfen so eine Chance bekomme. Es ist eine riesengroße Vorfreude und der Kampf meines Lebens. Für mich ist es so, ich habe keinen Druck, ich habe meine Arbeit. Arbeite im öffentlichen Dienst, habe da mein geregeltes Geld und vielleicht ist auch das mein Vorteil, dass ich, wie gesagt, wenn man einen Sportdruck hat, dann bekommt man meistens so eine Chance nicht und das ist vielleicht mein Glück, wo ich jetzt da habe. Ja. Wie gesagt, ich werde top vorbereitet sein und dass das für mich nur der Startschuss ist in eine große Karriere. Erst heute oder gestern wurden die Verträge unterzeichnet, es sind noch 2,5 Wochen. Das ist dann jetzt doch eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit, oder? Das stimmt, aber wie gesagt, man muss als Profisportler immer im Training sein und genau deswegen hat sich das auch bestätigt, dass man immer im Training sein sollte. Klar bin ich jetzt nicht auf einen 10-Runden-Kampf vorbereitet, aber wie gesagt, es sind noch 2,5 Wochen, das heißt 2 Wochen hartes Ausdauer-Konditionstraining und wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir das geregelt bekommen. Wie ist das? Legt man sich für so einen Kampf eine Taktik zurecht? Also ich werde mich jetzt in den 2 Wochen sozusagen nicht neu erfinden als Boxer. Ich gucke, dass ich die 10 Runden voll durchstehe und vorbereitet bin für die 10 Runden. Und wie gesagt, im Boxgeschäft, wir kennen uns. Also ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Er ist ein technisch sehr starker Boxer. Ich sehe mich mit ihm auf Augenhöhe. Aber ich werde meinen Stil jetzt nicht verändern. Gecoacht und gemanagt wird Alexander von seinem Vater Uwe Lorsch. Der sieht das Potenzial seines Sohnes. Ursprünglich war ein anderer Gegner nominiert für den Titelkampf. Ja. Er hat sich dann freitags, bevor wir informiert wurden, ist er mit dem Fahrrad gestürzt, hat sich verletzt und klar, kann da nicht boxen. Jetzt haben sie einen Gegner gesucht, der qualifiziert ist, um die deutsche Meisterschaft zu boxen. Und Alexander ist als Berufsboxer noch unbesiegt im Halbschwergewicht. Ja. So kam man dann auf mich oder auf uns. Ich kenne auch Ulf Steinfurt gut. Und so haben dann die Verhandlungen begonnen. Wir haben jetzt so knapp 3 Wochen, also nicht mal mehr 3 Wochen. Gut, Alexander ist im Grundtraining. Er hätte so oder so in Wiesbaden geboxt am 3. Zwar nur ein 4-Runden-Kampf, aber wir sind im Training. Müssen halt jetzt noch ein bisschen den Fokus auf die 10 Runden legen. Denn 10 Runden ist schon einiges. Ich habe als Berufsboxer selbst mehrmals die 10 Runden geboxt und weiß, was es bedeutet, 10 oder 12 Runden im Ring zu stehen. Ja. Halbschwer ist eine sehr, sehr, sehr attraktive Gewichtsklasse. Ich meine, da haben wir ganz große Leute drin. War Maske, war deutscher Meister, war Darius Michalczewski, Graziano Rocchigiani nicht zu vergessen. Ja. Da waren schon einige richtig gute. Also eine deutsche Domäne so ein bisschen. Das ist schon deutsch. Halbschwergewicht war normal über Jahrzehnte her die Gewichtsklasse, die von den Deutschen auch in der Welt, sage ich mal, dominiert wurde. Es geht um den Titel Bund Deutscher Berufsboxer, den ich auch halt hielt damals. Also das ist der BDB, den gibt es seit 1949. Das ist also nicht irgendein Mickey-Maus-Verband, das ist richtig der wahre Titel, um den ein Max Schmeling schon geboxt hat. Ich habe den Jemski akzeptiert als Gegner, obwohl er knapp 3-mal so viele Kämpfe wie Alex hat. Ich habe den Jemski gesehen und traue mir das zu und traue Alex das zu, dass wir den Kampf gewinnen können. Ich boxe jetzt seit ich 12 bin, aktiv hier im Verein, seit 2019 Profi. Und für mich ist es wie gesagt auch eine Familie, ein Familienwunsch, diesen Gürtel nochmal in die Familie zurückzubringen. Also am 16. Juli um 22.45 Uhr alle MDR einschalten, wenn Alexander Lorsch den ersten Hauptkampf gegen Tom Jemski bestreitet.